Hey, ich bin Eric Gauthier, Tänzer und Choreograf, und ich freue mich, dass heute wir arbeiten alle zusammen auf eine kleine Choreo, eine Fan-Dance, habe ich das genannt. Und ich antworte jetzt zuerst aber 5 verschiedene Fragen. Erinnerst du dich daran, wie es war, als du deinen ersten Salto gemacht hast? Wow, mein erster Salto. Habe ich je einen Salto gemacht? Das ist das Ding so, ne? Ja, vielleicht als Kind, aber ins Wasser rein, im Pool oder so. Aber nie auf die Erde. Ich glaube, ich werde auch das nicht mehr probieren, auch nicht im Pool jetzt. Was ist dein Hidden Talent? Ich habe ganz viele. Nicht so viele. Aber ich denke, dass viele Menschen nicht wissen, ich singe gerne. Ich schreibe Lieder auch, ich habe eine Band. Und das ist schon ein Hidden Talent, ja. Yeah. Was ist das Lustigste, was dir in letzter Zeit passiert ist? Well, ich weiß nicht, wann das lustig ist, aber meine 4-Jährige, die Clara, war in ihrem Elsa-Kleid von Frozen und der hat das komplette Lied a cappella gesungen für mich. Und das war so gut. Es war nicht lustig und so, aber ich musste lachen und lächeln ohne Ende, weil es war so süß. Ja, das war echt schön. Worauf könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Tanzen, glaube ich. Ich habe nur Tanz entdeckt mit dem Alter von 9. Vorher, ich wollte nur Hockeyspieler sein, wie alle Jungs in Kanada. Aber seit diesem Tag da, jetzt über 30 Jahren, denn Tanz ist wie Atmen für mich. Ja, jeden Tag brauche ich das, ja. Wenn ich kein Profitänzer geworden wäre, wäre ich ... geworden. Wenn ich werde kein Tänzer jetzt. Ich glaube, ich würde ein Hockeyspieler sein, weil das war mein Traum als Kind und ich bin aus Kanada und mein Leben wird echt anders sein. Ich hatte mehr Geld, mehr Frauen, aber dafür keine Zähne. Oh. Und jetzt starten wir mit die Choreo. Wir fangen nicht an, so Front Stage, Center Stage, wir drehen uns um und wir spüren das Musik schon von hinter und nach 2x8 machen wir ein ganz scharfes Look. Ganz dramatisch, dann drehen wir um. Dann fangen wir an mit dem ersten Tanzschritt. Wir machen, ich melde mich an. Ich glaube, es heißt so bei euch. So, dann machen wir die Arme runter so. Sie kann ein bisschen Regen bringen, wenn Sie wollen, mit dem Finger. Und dann, wir spüren das Groove für 4. Machen wir das nochmal. Ich bin wieder da. Das zweite Mal mit dem Regen. Das zweite Mal machen wir ein bisschen Hip-Hop-mäßig. Kein Problem. Das dritte Mal wieder anmelden. Regentropfen. Das dritte Mal machen wir diese Pop-Fiction-Move. Das kennen Sie alle, ne? Letztes Mal machen wir Boom, Regentropfen und wir machen rechts, links. So, einmal, alle 4 zusammen. Ich melde mich an. Ta-da-da, feel the groove. Zweites Mal, bam, Regentropfen und kein Problem. Drittes Mal, bam, Regentropfen, Pop-Fiction. Letzte Mal, bam, nach unten und rechts, links. Ich glaube, jetzt sind wir bereit für die Chorus. Ich nenne das so. Jetzt machen wir 2 Schritte rechts und 2 Schritte links. Das ist einfach zu einfach für euch. Wir machen dann mit ein bisschen die Hände. The roof is on fire. So, let's go in. 1, 2, oh. Try to hold the roof down. Die nächste 2 machen wir so. Bisschen dieser Karibik-Feel da, Conga-Line. Wir gehen zurück zu The Roof. Es kann ein bisschen großer sein, weil das Musik ist so super da. Dann machen wir wieder diese Conga-Line, ganz groovy and groovy. Ja, so einfach, easy. 2-mal hin, 2-mal zurück mit Roof is on fire. 2-mal hin, 2-mal zurück mit Karibik-Feel. Okay, jetzt kommen wir zu dem mittleren Teil, the middle part, the B part, we call it. We're gonna try some popping. Ja, popping ist eine Kunstform. Ich bin kein Mega-Profi. Ein Freund hat mir das beigebracht. Man versucht mal verschiedene Teile von seinem Körper zu flexen und so. You know, like when you flex your muscles, you wanna impress the girls. Aber du machst das dann nur mit so Bauch oder Bein und den Kopf und den Arm und den Bam. Versuch mal jede Eckteil zu. Everything is blockiert. Das wird ein bisschen anstrengend, das warum wir lassen los danach und wir machen so Water Feeling.
von unten nach oben und von oben nach unten. Egal, sie machen, wie sie wollen. Dann kommen wir wieder zu das große Chorus. Sie kennt das schon. Zweimal rechts mit The Roof is on Fire. Zweimal links, Karibik Feel. Zweimal, ja, sie kennt das alles schon. Das letzte Moment, was machen wir? Schmeißen sie rein, eine kleine Drehung, sieht so aus. Und ich melde mich ab. Bam. Und wenn sie kann das machen, versuchen sie mal eine Salto raus. So, jetzt standen wir, alle bereit? Jetzt geht's los. Just feel the groove and we look. Drummer, drummer. Alle bereit? Jetzt geht's los. Feel the groove again. Again. Push it off. Check. Nochmal. Pulp Fiction, let's go. Very good. Nochmal. Vor und rechts, links, rechts, into the chorus. All right, bigger steps now. Come on, come on. All right, the chorus one more time. Bigger arms, let's go. Don't be shy, come on. And we twist it again. All right, now when you're ready, we're gonna go into the popping. Here we go. Lock some parts of your body. All right, we're gonna go liquid. Whoa, what's going on? Everybody ready? For the chorus, and you're with me? Keep pushing. You can add a leg if you want. All right, come on, one more time. Bigger. Last time. One, two, one. All right, you ready? Big ending. 5, 6, 7, and 8. All right, you got it? Salto. So, wenn Sie haben das Choreo durchgetanzt, Sie taggen mich und Sie taggen auch Stuttgart 2019 Set New Science und wir freuen uns auf jedes Video. Go, go, go. Wer ist dein liebster Breakdancer? Meine liebste Breakdancer. Und es gibt nicht eine. Ich habe ein paar Kumpels, die sind alle zusammen in einer Crew, so, und das heißt True Crew. Und die sind aus Stuttgart und die sind immer wieder deutscher Meister und so. Und die sind richtig Hammer. Woher bekommst du die Inspiration für neue Tänze? Inspiration kriege ich immer wieder von verschiedenen Quellen und so. Ist es immer wieder spät in die Nacht, kommt mir was in den Kopf oder ich sitze in einem Zug und ich gucke ein Fenster raus. So diese, ist es mehr oder weniger diese ruhigen Momente, ich würde auf jeden Fall sagen. Da der Kopf schwebt ein bisschen und da kommt was rein. Ja. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu tanzen? Ich habe angefangen mit dem Alter von 9. Ja. Und wieso hast du angefangen? Ich frage mich das noch heute. Nee. Ich habe angefangen zu tanzen. Ich war vorher immer begeistert von Hockey. Ich habe diese Musical gesehen mit diesen Katzen, die tanzen und so. Und ich weiß nicht mehr das Moment, aber meine Mutter hat mir gesagt, ich war Feuer und Flamme danach. Und ich habe es gesagt, ich muss das machen. Ich muss Cats tanzen und singen. Und dann eine Woche später hatte ich Ballett schon angefangen. Was war bisher der schönste Moment deiner Tanzkarriere? Ein der schönsten Momente war auf jeden Fall meine erste Show in Stuttgart, in Deutschland. Weil es war diese riesige Reise von Toronto nach Stuttgart und dann die Proben für 3 Monate und dann kamen Romeo und Julia raus. Romeo und Julia, ich war die kleine Freundin, Benvolio, aber für mich in diesen Zeiten, das war eine mega Rolle. Und ja, das war ein großer Moment, auf jeden Fall. War das dann auch der Grund, wieso du nach Stuttgart gekommen bist oder gab es noch einen anderen Grund? Ja, ich bin gekommen nach Stuttgart auch, weil das Ballett war voll bekannt, ne? Auch in die Ballettschule als kleines Kind. Wir haben gehört von die Ballett Company in Hamburg von John Neumeier, wir hatten gehört von die Frankfurter Ballett mit William Forsythe und wir haben gehört von John Cranko und The Magical Stuttgarter Ballett. Das ist, warum ich bin hier angereist. Woher nimmst du die Energie, eine neue Choreo mit Schülern einzustudieren? Ich brauche nicht viel Energie dafür. Es ist so,
es ist so Leidenschaft, ich habe Bock drauf und einfach die Menschen in Bewegung zu bringen, das war immer mein Ding und jetzt noch mehr mein Ziel, weil ich tanze selbst ein bisschen weniger jetzt, weil ich bin schon ein bisschen älter, so in rückwärts will ich, dass die Leute dann für mich dann tanzen jetzt. Ja. Was gefällt dir an Stuttgart am besten? Die Frauen. I'm kidding, what are you talking about? Was mag ich? Ich mag ganz viel über Stuttgart. So, ich habe echt gedacht, dass ich kam, weil ich komme aus Toronto in Montreal, die sind so riesige Metropolen. Ich habe Stuttgart gesehen von dem Flug Frankfurt, Stuttgart. Und dann hat mein Vater gesagt, das ist deine neue Heimat. Ich komme raus vom Fenster da. Oh shit, ist das ein kleines Ding da. Aber es ist total super hier. Es gibt alles, ne? Es gibt Maultaschen und Kristallweizen und Riesling, und aber nicht nur Alkohol. Ja, Jägermeister ist auch gut. Dein Tipp, um sich eine Choreo schnell zu merken? Just be focused. Zu oft, man steht da und dann alle gucken dich an und du zeigst was, und wenn du nicht drin bist und so, und du musst immer da sein. Es ist ein bisschen so, ich weiß nicht, wie das ist für Turner, Menschen und so, aber für mich ist die Ballettsaal wie eine Kirche. Weißt du, du gehst nicht in die Ballettsaal einfach zum, you know, du gehst in die Ballettsaal, weil du willst da schaffen, du willst da was Tolles erleben, jeden Tag. Und wenn du nimmst das ernst, wirst du schnell lernen, denn die Schritte. Was ist dein liebster Move? Ja, die von die Choreo, da habe ich für euch gemacht. Diese. Das machen sie immer, ne? Ganz nach dem Flip so. Wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild? Ich habe ganz viele, ehrlich zu sagen. Auch in für verschiedene Farben von meinem Leben. Mein Vater ist ein Vorbild. Der macht die Forschung für die Alzheimer-Krankheit und der versucht seit 40 Jahren die Welt zu retten. Der wird das nicht schaffen, aber ich habe so Respekt, dass der hat sein ganzes Leben da drauf gebracht. Und in die Arbeit, in die Ballett, in Tanz und so. Es gibt ganz, ganz viele. Sie sind diese ganze tolle Menschen, die haben tolle Impulsen gegeben zu der Tanzwelt. Die haben so einen Schritt nach vorne gebracht, wie Pina Bausch vielleicht mit Wuppertal oder ja, Faustheit, Kranko oder ich. No, just kidding. Was war bisher die größte Herausforderung für dich? In die Arbeit, meinst du? Privat oder bei der Arbeit? Große Herausforderung alle Zeiten, Kinder. Und ich habe drei. Ich habe einen Haufen Kinder. Es ist das schönste Geschenk der Welt und in demselben Moment ist es die most anstrengende Geschichte aller Zeiten. But there's nothing like it. No, it's schon das Beste. Wie geht's dir momentan mit dieser Corona-Situation allgemein? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen wie mit allen Menschen. Es geht mich nicht gut, aber was soll man machen? Jetzt muss man eine Maske tragen beim Einkaufen und beim U-Bahn nehmen und so. Und ich mache das eigentlich gerne, weil wenn du denkst, es hilft anderen Menschen auch dazu, nicht krank zu werden und so. Und ja, schwierige Zeiten, aber wir werden alle durchkommen. Ja. Letzte Frage. Auf welcher Bühne möchtest du mal noch stehen? Oh, es gibt ein paar noch. Madison Square Garden in New York, das wird voll spannend da. Und vielleicht das Kolosseum in Rom oder die Arena de Verona. 20.000 Leute und ein kleiner Kreis in der Mitte. Das wird eine tolle Bühne. So, das war's von mir. Danke fürs Mittanzen und Mitgucken und don't forget, always keep on dancing.